Hallo und herzlich willkommen im Eaton Training Center Bonn. Mein Name ist Conny und heute zeige ich euch, wie man die Netzwerkeinstellung an einem Easy E4 Steuerrelais ändert, das kein eigenes Display besitzt. Dazu öffne ich die Easy Soft, wechsle zur Ansicht Kommunikation und klicke auf den Button IP-Geräte suchen. Es öffnet sich ein Dialog, indem ich zunächst die richtige Schnittstelle für mein Automatisierungsnetzwerk auswähle. Dann betätige ich den Button Neue Suche und das Netzwerk wird nach allen verfügbaren Easy E4 Geräten durchsucht. In meinem Netzwerk ist eine Easy E4 aktiv. Diese wähle ich nun aus, ändere die IP-Einstellungen von Auto-IP auf feste IP-Adresse, gebe die feste IP-Adresse ein prüfe die Subnet Mask und stelle sicher, dass Konfiguration über Netzwerk erlauben angehakt ist. Dann übertrage ich die neue Einstellung an das Gerät . Nach erfolgreicher Änderung der IP-Einstellungen wird dies hier in der Tabelle angezeigt. Ich wähle den Eintrag erneut aus und speichere diese Einstellung als Profil. Damit kann ich zukünftig verschiedene Steuerrelais Easy E4 in dem Pull-Down-Menü unterhalb Schnittstelle auswählen. Ein Klick auf den Button Online verbindet die Software mit dem Steuerrelais. Ich hoffe, ich konnte wieder ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Viele Grüße aus Bonn und bis bald.